Yo, was geht ab? Und zwar wurde mir dieses Video hier vorgeschlagen, nämlich eine Stage 2 von einem 1,40 von Martin. Ich glaube, die Stage 2 ist sowieso, glaube ich, immer mit einer Downpipe verbunden. In etwa sollten da auf jeden Fall, wenn es eine gute Software ist, wenn es gut gemacht ist, sollten da schon so 8, 8,5 sollten da, ich denke mal, konstant 100, 200 gehen. Sein Tacho ist auf jeden Fall übertrieben geil. Der hat ungefähr, ja, 15.000 Kilometer mehr als ich drauf. Gut. Der hat hier diese große Variante vom Tacho. Ich habe das leider nicht. Ist halt schon madig. Geil. Das ist auf jeden Fall eine Automatik. Geben wir uns kurz mal das Video. Ja, der geht schon gut. Ja, schon 210. Ja, wenn wir halt jetzt mal so grob schätzen, mal sagen, hier starten wir. Ja, das ist zwischen 1 und 2 Sekunden. Ja, so ungefähr. Also auf dem Tacho wären das jetzt so, ja. Es sind so 8 Sekunden, 8,5 Sekunden, denke ich mal, sind es. Von Aulitzki Tuning gemacht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die die Software selber schreiben oder ob die es nur drauf flashen. Ja, an sich geil. Mich würde halt die genaue Zeit schon mal interessieren. Ich habe mal kommentiert, vielleicht antwortet er ja und hat eventuell mal gemessen oder so. Ja, keine Ahnung. An sich geil, würde ich auch gern machen. Ist ja auf jeden Fall, aber glaube ich, mit einer Downpipe verbunden. Habe ich auf jeden Fall nicht. Und ja, gut. Die Garantie verfällt ja dann sowieso. Ob es das wert ist, kommt immer drauf an. Gut, aber nice. Auf jeden Fall. Schnelles Fahrzeug. Feier ich. Feier ich.